Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr Lieben, Heiligabend ist nun vorbei. Wir hatten ja unsere Bescherung. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich euch ganz gerne einfach mal die Geschenke so ganz in Ruhe mal zeigen würde. Bei dem Tipp-Video war das ein bisschen chaotisch, hatte ich schon im Vlog davor gesagt, weil wir halt eben einfach zu viele waren. Und jeder hat irgendwie was aufgerissen. Und genau, jetzt habe ich gesagt, weißt du was, ich zeige euch einfach mal ganz in Ruhe, was es dann so alles Schönes für mich dann gab. Ich fange mal an hier einmal mit diesem Set. Das ist einmal von Chrissy und von Max. Ja, ein Handcare-Set sozusagen. Riecht sehr, sehr angenehm. Ich hatte schon mal ein bisschen was aufgemacht und geguckt. Das ist also, die Fläschchen sehen auch ganz cool aus. Quasi Handpflege. Dann haben wir hier nochmal. Und was hatte ich hier noch? Das ist wahrscheinlich Seife, ne? Ja, das ist einmal Handseife, eine Flüssighandseife. Die werde ich mal ausprobieren. Auf jeden Fall gab es das hier von Max und von Chrissy. Was hatten wir hier noch? Dann habe ich gar nicht aufgemacht, ne? Heiligabend, weil es irgendwie alles so untergegangen ist nachher. Dieses hier für Adrian und für Marie. Das haben auch die Kinder gemacht bzw. machen lassen. Und zwar ist das eine ganz, ganz coole Weihnachtskugel, eine Christbaumkugel mit zwei Familienfotos von uns. Die Fotos hat Chrissy auch mal geschossen. Schaut mal. So sieht die eine Seite aus. Da sind wir am Strand. Letztes Jahr im Februar, da hatten wir das bei 18 Grad irgendwie was rum. Weiß ich noch ganz genau, als dieses Bild entstanden ist. Und einmal dieses Bild. Ich meine, das war jetzt Max 18. Geburtstag. So, einmal dieses Bild, weil mich jetzt nicht alles täuscht. Doch, doch, Max 18. Geburtstag. Auf jeden Fall eine wunderschöne Christbaumkugel. Ich habe gedacht, ich werde die auf jeden Fall mal ranhängen. So, oh, ist ein bisschen schwer. Aber nun gut. Auf jeden Fall eine ganz, ganz süße Idee. Ich habe mich total darüber gefreut. Gestern, wohlgemerkt, also einen Tag später. Weil Chrissy mich angesprochen hat, sagt sie, hast du die Kugel gar nicht aufgemacht. So, kommen wir zu den nächsten Geschenken. Und zwar liebe ich ja dieses Parfüm. Und dieses. Ich hatte eins davon. Ich glaube, beide riechen eigentlich ganz gut. Aber ich hatte bis jetzt nur eins gehabt. Das andere hatte ich mal geguckt bei DM. Habe ich mal gesprüht, um zu gucken, wie das nun riecht. Also von Bilou. Das ist jetzt hier keine Werbung für Bilou. Ich finde, Parfums riechen einfach sehr gut. Also einmal so eingepackt. Mit einem Herz. Dieses hatte ich noch nicht gehabt. Ich muss mal ganz kurz sprühen. Doch, das hatte ich schon mal gehabt. Das riecht sehr, sehr gut. Die Beschriftung ist auch, wenn ihr das so sehen könnt, einmal in Schwarz und einmal in Gold. Da unterscheidet man das. Auf jeden Fall ein sehr, sehr angenehmer, frischer Duft. Also ich mag nicht so gerne Parfums, die so recht süß sind. Also das ist so nichts für mich. Dann packe ich einmal dieses hier aus. Ja genau, das habe ich noch nicht gehabt. Das fand ich aber auch ganz cool. So ein Herzchen ist das. Das ist quasi so eingepackt. Und oh, das riecht auch sehr, sehr gut. Dieses hier. Schlüsselscharf. Auf jeden Fall riechen beide sehr, sehr angenehm. Auch nicht so kräftig, ne? Dann komme ich einmal zu der nächsten Geschenktasche. Voll süß von Ash. Diese mega coole Schokolade. Ich liebe die ja, ne? Also ich mag sowieso gerne alles, was mit Nuss ist. Und er hat extra eine große gekauft. Hat mich sehr, sehr gefreut. So, dann gab es von Chrissy nochmal und Max einmal das Parfum. Nein, das stimmt gar nicht. Das ist von Ash. Was erzähl ich denn da? Das ist auch mit von Ash gewesen. Hast du schön ausgesucht, ne? Ja. Ja. Dann läuft hier gerade im Hintergrund und sortiert seine Geschenke gerade, glaube ich, ne? Aber wollen wir nicht erstmal was zeigen? Das, was du da jetzt hast, bevor du es wegräumst? Ach so, na gut. Auf jeden Fall habe ich das aber schon Weihnachten einmal aufgemacht und gesprüht. Und das riecht auch sehr, sehr angenehm. Dieses hier habe ich auch schon mal von Judith Williams. Das riecht wirklich gut. Das ist total lustig, er ist gerade 12, ne, und hat dann schon was quasi sowas ausgesucht.
Dann hatte ich von Willi Befragung bekommen, und zwar von Willi und Angelina, von Helene Fischer. Und zwar meine ich, oh mein Gott, ich habe zwei bekommen, weil ich sie beide so toll finde. Die riechen wirklich sehr, sehr gut. So, es gibt jetzt zwei verschiedene. Es gibt sogar mittlerweile ein drittes Befragung von ihr. Konnte ich aber nicht riechen, beziehungsweise konnte ich nirgendwo Probe riechen, weil es DM nicht hat. Und online habe ich mich jetzt nicht getraut, das zu bestellen. Könnt ihr mal schreiben, es gibt ein drittes von ihr. Ob ihr das irgendwie kennt und ob das gut riecht oder nicht, weil diese beiden Parfums sind richtig super. So, von Christian von Max gab es nochmal diese wunderschönen Kerzen. Ich wusste gar nicht, dass diese Firma, diese Yankee Candle, auch so in klein die Teelichter hat. Auf jeden Fall riechen die sehr, sehr lecker nach Cookies. Also mega cool. Und von Ash gab es nochmal dieses hier, diese Riegel. Einmal so ein Riegel, auch mega. Und einmal die Rittersport-Waffel. Ich liebe das ja, ne? Mega lecker. Auf jeden Fall gab es auch noch von Ash. So, die Tüte ist auch schon mal leer, ihr Lieben. Genau. Dann komme ich einmal zu einem wunderschönen Mantel. Das ist auch ganz gut bei diesem Wetter, dass man längere Mantel, ich weiß gar nicht, ob die jetzt im Moment in sind oder ob die schon letztes Jahr und vorletztes Jahr in waren. Auf jeden Fall ist es irgendwie an mir so ein bisschen vorbeigegangen. Ich habe das immer gedacht, ist mir ein bisschen zu lang, aber die sehen richtig schön aus. Ich habe hier so einen Mantel bekommen in meinem Schnucki-Pucki. Ich habe immer meinen Tipp gegeben, ne? Und zwar ist dieser Mantel, der ist dunkelblau, geht relativ lang nach unten von Kujo. Was ich ganz lustig fand, das ist dieser Strichcode hier am Ärmel. Und die ist mega warm. Die hatte ich gestern das erste Mal angehabt. Mit Kapuze. Wirklich super Mantel. Und ich weiß gar nicht, ich zeige euch mal ganz kurz. Ich weiß nicht, wie das heißt. Also er hat bestimmt einen Namen. Sagt euch das was? Also einmal von Julio, einmal so. Aber was es für einer nun ist, die haben, glaube ich, alle so verschiedene Namen. Also ich hatte auch schon überlegt, mir so einen Mantel in Beige oder so nochmal zu besorgen. Weiß aber nicht, ob es den gibt oder nicht. Mein Schnucki kommt hinter mir. Mein Weihnachtsmann kommt. Ich bin fertig. Bist fertig? Ich packe gerade das meine Geschenke aus. Das Weihnachtsvideo ist geschnitten. Knack, knack. Hat man das gehört? Ja, hat man gehört. Füße. Ja. Beim Hinsetzen die Füße gebrochen. Ja. Mein Schnucki hat gerade fleißig das Weihnachtsvideo geschnitten. Für das TikTok. Ist wieder so schön geworden. Ja, ne? Aber es war dieses Jahr, habe ich schon gesagt, ein bisschen chaotisch alles irgendwie. Ja, aber das war auch, es ist halt anders schön. Ja, okay. Also schön war es auf jeden Fall. Das Essen war hinterher auch super schön. Ich gehe jetzt in die Dusche. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß noch hier. Ja, ich bin auch gleich fertig. So, weiter geht's hier einmal kurz mit dem Mantel, was ich auch ganz cool fand. Hier an den Seiten, links und rechts, sind so zwei quasi Fächer. Einmal hier eine Tasche und einmal hier unten eine Tasche. Und man kann mit den Reißverschlüssen einfach nach oben oder nach unten machen. Auf jeden Fall fand ich es ganz cool. Und auch an der Seite, ich zeige gleich mal ganz kurz, wenn ich es angezogen habe, sind so Druckknöpfe, die kann man dann auch öffnen. Wenn ihr das sehen könnt. Auf jeden Fall ist der Mantel wirklich mega warm. Und vor allem bei diesem Wetter hält der wirklich auch die Beine total warm. Also wenn man so kurze Jacken anzieht, dann ist es noch ein bisschen frisch. Jetzt wird der Ofen sauber gemacht. Genauso habe ich diesen wunderschönen Boho-Spiegel zu Weihnachten bekommen. Schaut mal. Der ist wirklich wunderschön. Den habe ich jetzt einfach hier auf den Tisch gelegt, damit ihr den Kontrast mal sehen könnt. Also das ist hier aus Weide sozusagen oder Bambus, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall gibt es die auch in Gold zum Beispiel oder Schwarz, je nachdem, wie man es haben möchte. Und ich fand den so wunderschön. Genauso wie hier ist eine Herztasse. Das ist quasi so ein Becher. Seht ihr die Herzform? Könnte man das so leicht erkennen, ne? Auf jeden Fall, wenn man hier Tee einschenkt, das ist ja aus Glas, mit doppeltem Boden oder irgendwie mit doppelten Wand, würde ich mal so sagen. Und auf jeden Fall sieht es auch sehr, sehr schön aus, wenn man hier so ein Getränk einschenkt, zum Beispiel so einen Tee oder dunklen Tee. Und dann sieht man auch diese Herzform. Diesen Becher finde ich auch sehr, sehr schön. Sieht aus wie Plastik, ist es aber nicht, ist aus Glas. So, kommen wir mal zu den nächsten Geschenken. Also wie gesagt, der Mantel ist mega, wirklich. Und zwar habe ich hier was ganz, ganz Cooles, was ich mir auch schon immer mal gewünscht habe, weil eigentlich habe ich mir immer so eine Kerze mal gewünscht. Es gibt auch solche Kerzen, die sehen so aus. Schaut mal ganz kurz. Die kosten aber 15 Euro, glaube ich, bei Amazon. Fertig, ne? Wenn die fertig sind. So, hier gibt es aber so eine Form. Da kann man nämlich diese Kerzen selber gießen. Einmal diese Form.
Das werde ich mit euch auf jeden Fall mal im Video ausprobieren. Wie das so wird, ob es klappt oder nicht. Dann haben wir hier diese Form. Das sind so moderne Kerzen. Ich weiß gar nicht gerade, wie die heißen. Das habe ich vergessen, weil diese Form hat auch irgendwie einen Namen. Dann sind das solche Förmchen. Die sind aus Silikon. Dann haben wir, oh, das ist die gleiche. Ja gut, das ist noch einmal die gleiche. Und es gibt noch eine Form. Quasi wie so ein Knotenball oder sowas. Auf jeden Fall richtig mega. Und dazu gibt es natürlich Wachs. Ganze 2 Kilo. Da können also Christi und ich ordentlich Kerzen gießen. Habe ich selber noch nie gemacht. Also ja, Paraffinwachs, keine Ahnung, 2 Kilo in Weiß. Und hier sind diese Dochte, also die kann man einfach nur abschneiden, je nachdem wie viel man braucht. Ganz praktisch. Und halt so eine Kerze gießen. Freue ich mich schon sehr drüber. Ich würde ganz gerne das aber mit euch im Video zusammen mal machen. Vielleicht probiere ich es vorher so aus, ob das alles so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und dann wird das Video gemacht, falls es nachher ein Fail wird. So, und dann habe ich hier noch eine Tüte. Und zwar ist das die Tüte für, ja, für mich und für meinen Schnucki. Von meiner Mama und von Klaus haben die gestern mitgebracht. Das sind solche Lebkuchen. Ich liebe die, ja, ne? Selber haben wir noch gar nichts gekauft. Ich hatte für unsere Müllabfuhr halt eben welche gekauft für die Männer. Aber so für mich habe ich nichts geholt dieses Jahr. Dann bin ich schon sehr, sehr gespannt auf diesen Riegel hier. Sieht sehr lecker aus. Genauso wie diese Riegel hier. Schaut mal. Die sind auch mega. Das sind zwei gleiche. Natürlich alles für mich, aber mein Schnucki ist es eher nicht. Dann haben wir hier einmal so einen Himbeerriegel im Bio. Dann haben wir hier nochmal so einen Riegel. Aber die schmecken wirklich sehr gut. Also ich habe schon ein paar Mal generell so ähnliche Riegel probiert. Dann haben wir hier noch ganz viele Schokolollis. Kennt doch jeder, ne? Schokolollis. Und noch mehr Schokolollis. Also Mama hat dieses Jahr für uns für Weihnachten halt eben Naschis geschenkt. Normalerweise, wenn sie immer herkommt, bringt sie halt für die Kinder immer so Obst überwiegend. Ne? Obst, Gemüse, ne? Eigentlich immer eher Obst. Und jetzt zu Weihnachten hat sie gedacht so, nö, jetzt gibt es auch mal ein paar Naschis. Dann haben wir Mandarinen. Uch, eine Kaki. Noch so ein Riegel. Bin ich sehr, sehr gespannt. Noch so ein Riegel. Also hat sie von jedem Riegel quasi 2 eingepackt. Ich freue mich da drauf, ehrlich. Genauso wie hier von dem zweiten. Dann haben wir hier von Milka so eine Mischung, so mit verschiedenen Bonbons. Und ein paar Walnüsse, schaut mal. Und 2 H&M-Gutscheine. Bei H&M finde ich ja immer irgendetwas. Ne? Und mein Schnucki wollte letztes Mal auch irgendwie was von H&M, ein paar Pullis oder so haben, so ganz schlichte, normale Pullis. Und dafür haben wir, wie gesagt, jetzt einmal die Gutscheine. Freue ich mich echt drauf. Ja, ihr Lieben, also das waren hier jetzt alle meine Geschenke. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes und wunderschönes, ruhiges Weihnachtsfest. Ja, könnt gerne mal schreiben, was ihr so schönes Geschenk bekommen habt. Würde mich mal echt interessieren. Und ja, das war's dann jetzt hier mit diesem Video an dieser Stelle. Das ist ein bisschen kürzer als die anderen, weil die Vlogs von Weihnachten waren recht lang. Die hatte ich schon über 30 Minuten, konnte ich allerdings auch nicht so viel rausschneiden. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, auch meine Geschenke euch gefallen haben. Also auf jeden Fall habe ich mich sehr darüber gefreut. Jetzt habe ich endlich wieder Parfum und weil so ging es bei mir langsam zur Neige. Ich hatte auch ein bisschen was aussortiert, aber wie gesagt, freue ich mich drüber. Also passt auf euch auf und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann, tschüss!